Hallo, liebe Freefarm-Freunde. So, wir machen mal wieder weiter mit unserem kleinen neuen Farming-Spiel. Wo die Hühner herumgackern. So. Ich habe mich schon mal ein bisschen vorgearbeitet und wir sind in Minions auf Level 15 angelangt. Und ja, wo ich gerade das lese, wir müssen zu Cinder des Schmieden. Wir haben nämlich jetzt auch, ja, Blumen ja noch genug. Ich muss ja noch Zeug gießen und so weiter. Ja, wieder so viel zu tun. So, aber zumindest habe ich die Hühner und die Tierchen auf jeden Fall schon mal alle gestreichelt und gefüttert. Und hier noch mal ein bisschen Wasser drauf und gut ist. Hier nochmal und das müssen wir abernten. So, hier haben wir zum ersten Mal jetzt. So, Rosalilien. Die können wir jetzt alle schön, wunderschön verkaufen. Und wir haben vor allem jetzt, glaube ich, diese eine Mission auch erledigt. Weil wir jetzt verschiedenfarbige Pflanzen haben. So, dann werden wir die Routine-Sache mal ein bisschen beschleunigen. Schmetterling, den nehmen wir noch mit. Flimm! Ein östlicher, jawohl. Hier summt auch wieder irgendwas rum. Oh. Zikaden! Schrapp. Hier haben wir auch. Ist hier nicht irgendwo ein Frosch noch? Hier nochmal ein Zikade. Wollen wir dann den Tisch hier auch wieder voll machen. Ein Blümchen. Die ganzen Schmetterlinge. Zikaden. So, dann lohnt sich das ja heute wieder. Eine Rosalilie. Dafür kriegen wir 25 statt 15, ja. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. So. Blümchensammlung. Mal gucken, wo ist denn diese Blumenfrau hier? Rosalind. Tata, hübsch in rosa. Wie läuft das Experiment? Faszinierend, deine Anordnung des Elternpaars war perfekt. Das gehört in der Tat einen großartigen Einblick. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, dass du mit deinem Garten weiterhin experimentierst. Ja, so kann man das auch nennen. Experimentieren. So, was verkauft ihnen denn schönes Gelbe? Ja. Ich glaube, davon haben wir auch keine mehr, ne? Das Blumentapeten. Mhm. So ein Holzboden. Der kostet 105 Eichenbauholz. Okay. Gut. So, jetzt brauche ich noch Eisen. Beziehungsweise ich brauche Eisenwerkzeug. Ups. Hallöchen. So. Eisenspitzhacke sollen wir jetzt machen. Okay, dafür brauche ich jetzt zwei Eisenbarren, 500 Forin. Dann haben wir das auch. Die Eisengießkanne habe ich schon gemacht. Okay. Ja. Gut, wunderbar. Wunderbar. Können wir hier noch was kaufen? Das habe ich noch. Für den Dünger habe ich auch noch genug. Okay. Jupp. Ab nach Hause. Ui. Jolla. Hey, das war mal ein guter Sprung. Was ist denn hier los? Tierversammlung? Gewerkschaft oder was? Wollt ihr eine Gewerkschaft bilden? Hört auch bloß auf hier. Bin ich schon gebürstet, Sven? Okay, der wird immer gebürstet werden. Ja, ja, ja. Einer nach dem anderen, bitte. So, das müssen wir eigentlich freilassen. Könnten hier nochmal Tulpen pflanzen. Das Gemüse ist alles noch nicht. Oh, haben wir nochmal einen Schmetterling. Flupp. So, die Hammer. So, ups.
kommen hier wegen dieser blöden Steinmauern immer vorbei. So, was wir hier noch machen können, ich müsste jetzt eigentlich genug Material haben. Okay, um den Webstuhl bauen zu können. So, der Webstuhl. Wo setzen wir den jetzt hin? Hier kommt noch Platz. So, hier, plopp. So, hier, geht mal aus dem Weg, ihr Hühner. So, was können wir jetzt hier mitmachen? Baumwollstoff. Da haben wir jetzt so das 1 oder 3, 5 Stoff da. Kann man jetzt damit machen? Unentdeckter Gegenstand. Seile aus Pflanzenfasern. Aha. Okay, da brauche ich dann, was weiß ich, Oma-Tuch. Was? Komm her und lass dich von Oma füttern. Ja. Kann ich so ein Mützchen machen? Okay. Was ist das? Mundschutz oder was ist das? Damit kannst du deinen Gesichtsstil verleihen. Aha. Okay, was ist das hier? Irgendwas mit Boden. Stoffteppich oder was? Kann ich meinen Boden mit Teppichen beziehen? Okay. Interessant. So, euer Eisenbarrenbau. Habe ich hier keine mehr? Habe ich die im... Müsste ich eigentlich... Ach, ich habe hier noch 3 Rosen. Kann ich auch noch verkaufen. Blub, blub, blub. Da haben wir einen Eisenbarren. Ah, okay. Muss ich noch einen machen? Was haben wir hier alles? Gut. Dann machen wir den mal. Dass nicht allzu lange dauert. So, was haben wir hier? Wollen wir schon mal was einsammeln? Das dauert aber lang. Mann, oh Mann. Die habe ich schon mal. Dup, dup, dup. Alles unentdeckte Gegenstände. Wann entdecke ich die denn endlich? So. Ich könnte auf jeden Fall schon mal so ein Oma-Mützchen machen. Wie sieht das denn aus, Kinder? Also. Da ist euch wirklich nicht mehr angefallen. Also zum Beispiel unsere eigenen Klamotten machen oder sowas? Hier noch was? Okay. Ah, dann kommen den Schmetterling rein. Hier auch noch ein bisschen was raus. So, der arbeitet jetzt. Gucken. Die kann man auch einsammeln. Die kann man auch gut verkaufen, die Dinge, wenn man sie nicht unbedingt hierfür braucht. Dann kriegt man auch noch mal was raus. Unser Teil jetzt hier fertig. Na. So, wunderbar. Jetzt haben wir. Ja, können wir einen Oma bauen. Also. Kann man verkaufen? Naja, okay. So, wie sieht es hier aus mit Fortschritt? Im Kochen, okay. Stufe 6 haben wir hier. Getränke brauchen haben wir noch nicht. Tierpflege sind auch schon auf 7. Tierchen fangen sind wir sehr fleißig. Angeln sind wir zumindest jetzt auf Stufe 3. Routinierte Angler. Ja, gut. Wäre schon besser, auf 4 zu kommen. Dann haben wir noch bessere Einzielleistung. Dann würde vielleicht ein bisschen einfacher. Feldarbeit gehen auch. Geht eh automatisch. Jo, jo, okay. Tierverbundenheit. Mhm. Ah, hier gibt es neue Rezepte auch. Okay. Okay, so, das ist in der Mache hier. So, haben wir mal alles gesammelt, was es hier gibt. Das immer noch mache. Naja, gut. Ich kann hier gleichzeitig auch noch ein bisschen Stoff. Ich habe eigentlich genug von dem Zeug hier. Jetzt 5 geht eh nicht gleichzeitig. So, mal gucken. Kommen wir noch in die Stadt. Bevor hier die Türen geschlossen werden. Oh, eine. Flop. Und noch eine. Schnecke. So, hier auch noch mal direkt verschnecken hier.
Da ist die. Was kriegt man hier für 23? Okay. Können wir auch nochmal einmal verkaufen. So. Wo ist denn unsere Schmiedin? Da. Lop, Hallöchen. So, laden. Und jetzt brauche ich das hier. Tada! Was sich immer alle freuen. So, wunderbar. So, jetzt muss ich noch die magische Fähigkeit der Eisenspitzhacke verwenden. Dann ist diese Mission auch erledigt. So, was als Wassermin sind wir jetzt bis auf Ebene 15 gekommen. Das heißt, hier müssen wir noch durch. Und ich glaube, ab 25 wird es dann interessant irgendwie, weil da soll es gefährlich sein. Okay. Gut. So, jetzt haben wir endlich unsere Eisenspitzhacke. Mann, oh Mann. Das dauert hier mal alles, aber gut. Ist das halt nochmal in diesen Spielen. Man soll ja nicht alles an einem Tag schon können, ne? Wäre dann auch langweilig. Oh, nochmal eine Schnecke. Ach komm, was soll's. Juhu! Wow, na, guter Sprung, ja. Kann jetzt nichts sagen. Das Ding ist immer noch am Machen. Jetzt hat's fertig, oder? So. Plum. So, hier haben wir jetzt einen magischen Stein eingelegt. Hier in den Salzwasserminen habe ich jetzt auch einen. Da kann ich jetzt direkt dorthin springen. Plum. So, wunderbar. Jetzt muss ich noch rausfinden, was man bei diesen anderen Stationen da braucht. Das ist hier. Oh. Plum, hab dich. So, gehen wir mal rein. Plum. So, gucken wir mal. Gibt es hier nochmal relativ viel Eisen? Hier ist immer alles gering. Gehen wir mal hier hin. So. Muss natürlich jetzt uns erstmal nicht wieder durchklopfen, wie es aussieht. So, nimm das, du Anker. Nicht dein Schiff, Mensch. So. Den haben wir schon mal. Was kommt der noch? So, Mensch, lass mich in Ruhe. Wie war das jetzt hier mit der Mosch? Spitzhacke. Okay, das geht schon schneller damit. Und so, das ist jetzt die magische Fähigkeit. Wir können einen größeren Bereich also direkt damit weghauen. Gucken. Oh, hier ist leider nur so Eisenerz, dass sich das lohnt. Höchstens hier. Jetzt nervt mich nicht hier. Zack. Plump. So, den haben wir auch. Oh, kriege ich nicht. Okay. Ja, jetzt brauchen wir nur noch zwei. Sonst brauche ich hier so einen Haufen immer viermal Schläge. Also mit der Eisenachs geht das schon besser. Zack. So, jetzt gehen wir erstmal schon wieder ins Bettchen, weil... Ultimo! Okay, wir haben mal ein bisschen was verdient. Auch nicht schlecht. Kikiriki! Was ist jetzt? Oh, ach je. Yeah. Zumindest müssen wir nicht gießen heute, auch wenn es jetzt eben gießt. Ja, da müssen wir mal wieder einen Tee trinken. Magie. Kritische Chance. Wo haben wir einen Tee? Ich habe doch reichlich Tee. Aber einen nicht kühlenden. Nicht schon wieder einen kühlenden trinken. Das hat man letztes Mal falsch gemacht. Da hat sich den Arsch abgefroren. So, wärmend. Das Geräusch ist auch gut. So, Glühwürmchen hatten gefangen. Bla bla bla. So, komm, das verkaufen. Auch fangen so viele Tierchen. Ist jetzt auch wurscht. Ob wir Froschschweiß haben oder nicht.
So, das ist schon mal weg. Das sind unsere Samen, Blumensamen und so weiter. Okay, das Essen, das behalten wir erstmal. Jo. Wunderbar. So, dann müssen wir jetzt noch zu Cleo unsere Belohnung abholen. Jetzt hier aus. Ja, haben wir auch wieder neues Zeug gekriegt. Wunderbar. Die Tierchen sind jetzt alle drin. Wir haben keinen Bock, bei dem Wetter rauszukommen. Kann ich verstehen. So, das ist er ja. So, Polly. So, einmal Streicheleinheiten. Du auch. So, Sven. Sieht schon wieder so schmuddelig aus. Und Ash. Ja, komm. Du auch. Flup. Und dann mal wieder Wolle einsammeln. Flup. Da können wir ein neues Häubchen machen. Flup. Flup. Upp. So, auf Wiederlogen. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, geil. Jack ist im Flirten. Kommt er das? Okay. Irgendwie passe ich hier nicht richtig auf. Irgendwann bin ich mit einem verheiratet und hab's gar nicht gemerkt. Naja, gut, das kann passieren. Jo, Aufgaben. Was haben wir hier? Das haben wir noch. Na, ah, da sind wir auf dem Weg. Wir haben schon 4. Okay. Und sonst haben wir jetzt so nichts. Da müssen wir noch weiter. Beziehungen haben wir. Okay, gut. Haben wir noch Stoff. Mehr kann ich jetzt hier momentan nicht machen, weil wir die ganzen Sachen noch nicht haben. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie erst eine Mission machen. Und dann machen wir hier nochmal Baumwolle. So, diesen brauchen wir hier eh nicht. Hier haben wir noch ein paar Blümchen. Okay. Plump. Plump. Da können wir dann schon mal gleich verticken. So. Plump. Und die Kreuzung gibt immer mehr. Sehr schön. So, jetzt müssen wir die Cleo finden. In der Weststadt ist die. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wo wir die hier finden. Hängt irgendwie fest. Oh. Ah. Hab ich. Was brauche ich hier für einen? Aquamarin. Hm. Okay. Ich glaube, die habe ich noch nicht gefunden. Da ist sie ja. Cleo. Hallöchen. So. Aufgabe eingelöst. Oh, wir sind gute Freunde geworden. Magische Werkzeug-Hex. Macht Marie den Spaß, ganz zu schweigen davon, dass sie Zeit spart, wenn sie nicht gerade Naturkatastrophen verursacht und unser Leben bedroht. Ja, das klingt ja tröstlich, okay? Du scheinst bereit zu sein, noch ein bisschen tiefer in die Minen vorzudringen. Allerdings, wo es gefährlich ist, da bin ich zu Hause. Du bist bereit. Ich kann es deinen Augen sehen, dieser Funke des Abenteuers, das ein Lauffeuer von allem Möglichen fachen kann. Ich könnte noch nie mit Wörtern umgehen. Ich habe dir etwas verheimlicht. Es gibt einen geheimen Schlüssel für die verschlossene Tür auf der 15. Ebene. Keiner weiß, was dort unten schlummert. Oh, dann sollten wir da auf jeden Fall hingehen. Wenn ich allen von diesem Schlüssel erzählen würde, wäre es kein Geheimnis mehr. Aber tut mir leid, dass ich dir das verheimlicht habe. Ja, immer diese Geheimnisse verheimlichen. Pfui. Geh hinunter zum Grund der Mine und schau, was du dort findest, was auch immer es ist. Hoffentlich frisst es dich nicht auf. Ja. Ich sehe dir viele weitere Abenteuer in der Zukunft, falls ich noch lebe. Ja, dankeschön. Reiche Ebene 25 von Salzwasserminen. Okay, neue Mission. Der Fall des wundersamen Strudels. Vielleicht lauert auf dem Grund der Minen ein Monster, das die Strudel verursacht. Wage dich hinunter, um die Sache auf den Grund zu gehen. Also die Strudel, die die Schiffe versenken, dass er auf unser eigenes Schiff versenkt hat. Okay. Spannend. Dann kommen wir jetzt also in die Mine. Uns da weiter vergnügen. So. Können wir was verkaufen eigentlich? Na, was kaufen? Ne, da brauche ich mal Holz bei dir. Okay. So. Haben wir noch ein Bienchen zu verkaufen? Ansonsten. Das Brot will ich eigentlich mal behalten. Hier haben wir noch eine Zikade. So.
Ja. Hier noch Stoff. Was bringt denn der? 55? Okay, nice. Okay, das bringt zumindest das Knete. Komm, dann machen wir auch noch weg von den Dingen. Haben wir auch genug. Aha, sieht lustig aus. Ein Häschenbommel. Okay. Könnt ihr uns eine Augenklappe machen mit unentdeckten Gegenstand? Haben wir noch nicht. Baumwollstoff könnten wir jetzt machen. Also könnt ihr uns so eine Mütze da machen. Die sieht aber auch nicht so. Naja. Dann ist das hier ein Imkerhut. Da brauche ich Pflanzenfasern. Na gut, das geht ja noch. Das geht ja noch. Dafür brauchen wir Ammonitenkorallen. Rosa Lilien. Aha. Ein Mützchen. Da brauche ich dreimal Stoff. Okay. Dann könnten wir das hier sogar. Im Grunde könnten wir uns das auch mal wiederholen, ne? So. Dann können wir ein Mützchen uns holen. Oder ein Häschenbommel. Nein, wir machen ein Mützchen. Nicht wahnsinnig, okay. Das kommt zu Ostern erst. Ein unentdeckter Gegenstand. Ja, mein Gott, was ist denn das immer alles? Augenklappe wäre natürlich so richtig schön piratenhaft. Arr. Warum steht hier Ash? Hä? Hä? Okay. Das ist jetzt aber merkwürdig. Naja, gut. So, wir haben das Outfit. Wir haben jetzt. Lernen Sie jetzt. Ja, okay. Das passt ja doch sogar zum Bad, ne? Können wir auch noch eine Farbe ändern? Oder hier das. Nee, komm. Sieht das denn aus? Schade, dass es so grob aufgelöst ist hier. Das hätte man auch wahrscheinlich besser machen können. Und das machen wir so, wie es ist und fertig. Ich meine, bei dem Regen hier, ne, da passt das wahrscheinlich auch. Hui! Habe ich noch einen wärmenden Tee eigentlich? Ja. Warum steht hier mehr Ash? Was soll das? Weg. Also, mit wem redet der da? Hallo? An warmen Tagen wie heute will ich einfach nur rumliegen. Hast du schon mal bemerkt, dass es regnet? Ja, also manchmal, ich weiß ja nicht, ist ja, ich meine, ein süßes Spiel, aber die Leute hier sind manchmal ein bisschen hohl irgendwie. Also die Zielgruppe scheint hier doch wohl eher so 7-Jährige zu sein, habe ich schon das Gefühl. Man könnte schon durchaus so ein Spiel, das wahrscheinlich zum größten Teil von Erwachsenen gespielt wird, vermute ich doch mal. Auch ein bisschen intellektueller anpassen. Die sind ja eigentlich nicht blöd, ne? Ich laufe hier noch rum. Tee kann ich eigentlich auch noch mal wieder gebrauchen. Oh ja, das sind wilde Löwenzahn. Können wir noch mal klein hacken zu Salat. Das ist hier eigentlich ein See. Da kann man auch fischen, okay. Gucken wir mal, wo wir hier noch rumgeistern können hier. Hui! Rumspringen mag ich. Juhu! Ups. Ah. Eigentlich hier mit dieser Brücke. Mhm. Ups. Ohne Flunder, jetzt bin ich im Wasser. Hilfe! Heil! Retter! Oh! Hui! Halleluja! Pump! Das ist aber ein Sprung! Cool! Hey, da will ich nochmal! Juhuhuhui! Pump! Hey, der war noch besser als eben! Cool! Das sind diese bösen Strudel, ja? Klar, die müssen wir natürlich beseitigen. Aber macht Spaß. So. Der geheimnisvolle Level 15. Und mal sehen, ob wir jetzt hier durchkommen. Ach, hier sind schon diese Listen.
Viecher hier. Ah. Rechtzeitig gestartet. Nimm dies, du alter Koffer. So, Samsonite für Arme. Hier, nimm dies. So, und du Schütz überreißt nicht. Kriegen wir auch noch hier. So, den haben wir auch erwischt. Jetzt hier so durch. Aha, sehr schön. Dann könnten wir hier noch mal ein bisschen unsere magischen Spitzhacke. Bums. Eisen, Erz und Kohle. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Ebene 16. So, was brauchen wir hier für ein Siegel? Eisensiegel. Ah, okay, ganz normal. So, hier haben wir noch mehr Anker rumflitzen. Aquamarinen, sehr schön. Dann können wir Aquamarinsiegel machen. Das ist gut. Das ist gut. So, die haben wir erwischt. Die nächste Tür ist auch auf. Dann laufen wir einfach am besten, oder? Einfach mal durch. Oder verprügeln den noch. Oh, wir sind aufgestiegen. Mana-Raubchance. Pling. So, nochmal Aquamarin. Und dann vermöbeln wir den auch noch hier. Eisenerz. So. Nochmal Eisenerz. Hier haben wir auch nochmal welches. Na, manchmal hakt das ein bisschen. Na komm. Ach, nochmal so ein Rad. So, zwei zum Preis für einen. Hier weiter. So, manchmal muss man auch gucken, da geht es hier noch rechts und links weiter. Muss man meistens so eine Treppe runter und dann kommt nochmal so ein Gebiet. So, und. Oh, du alte Schiffsteil, nimm dies hier, wo Monkey Island übrig geblieben oder was? Plump. So. Hier ist aber irgendwie nichts Besonderes, ne? Nö, schade. Ja, das lohnt sich jetzt hier nicht so wirklich. Gibt's auch kein Eisen. Oh, Rohstoff plus Rohstoffabbau Produktivität plus 1, was auch immer das heißt. Sehr schön. So, na, also warum immer manchmal so ein Fitzelchen hängen bleibt, ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Müssen wir seine Magnetkraft ein bisschen erhöhen hier. So, nächste Stufe. Ups. Also Eisensiegel müssten wir noch mal machen. Und hier gehämmertes Eisensiegel. Okay. So, da haben wir noch mal Aquamarinen. Blub. Hier auch. Oh. Oh, da haben wir schon mal einen Schalter gefunden. Finden wir jetzt viel Eisen hier. Können wir jetzt dann bald alle unsere Werkzeuge in Eisenvarianten verwandeln. Was ist das denn? Oh. Eine Art lebende Kanone oder was ist das? Ja. Ein Kanonier oder was steht da?
Ist leider diese dämliche Schnörkel davor. Okay, da hat Schweinchenkanone. Interessant. Oh, noch ein bisschen Energie wieder gekriegt. Und hier auch nochmal. Mal gucken. Der hängt hier fest. Ah, nochmal ein Zitrin gekriegt. So, weiter geht's. Und hier gemmertes Eisensiegel auch. Also gemmertes Eisensiegel muss ich ganz viele machen. Ich habe wieder so ein komisches Schweinchen-Ding. Und normales Eisensiegel. Okay. Dann wird es hier bald wahrscheinlich gleich Feierabend sein. Hey, du schießt auf mich. Den Flegel. Hau da noch ab. Oh. Hallo? Was ist das denn? So, hab dich. Zack. So, wunderbar. Wieder sehr viel blaue Aquamarinen. Sehr schön. Dann können wir da schöne Siegel machen. Und noch Eisensiegel und die verbesserten Eisensiegel. So, dann müssen wir gucken, was Ash für ein Problem hat. Weil die ganze Zeit hier das eingeblendet ist. Das ist ja echt nervig. Dabei gab es ja schon ein paar Hotfixes oder Patches für das Spiel hier. Aber hier scheint immer noch der ein oder andere Bug auch drin zu sein, habe ich das Gefühl. Wärmens. Ups, nee. Das. Ich nehme noch die Schnecke mit hier. Komm, so. Ein Schneckchen in Ehren. Hui! So, einmal schnell Reise nach Hause. Das ist schon praktisch. Statt rumzulatschen durch den ganzen Regen hier noch. So, ups. Ach, was nimmt denn da? Oh! Oh, Mist, den Frosch kann ich jetzt nicht einsammeln hier. Kann ich hier noch was? Ja. Wir können hier noch was reinlegen. Dann habe ich ihn eben noch gefangen. Hier, Schneckchen. So, die kommt schon mal weg. Gucken. Irgendwas auf ticken können, wo wir gerade mal das loswerden können. Eisenerz haben wir jetzt reichlich. Sehr gut. Aber das ist jetzt auch nicht. Wir opfern hier noch zwei Aquamarinen. So, dann haben wir auch noch mal ein bisschen Geld verdient. Davon haben wir jetzt aber genug von dem Zeug. Wo ist der Frosch? Flop! Na, Erzkröte. Ich mag doch diese Argeil so gern. So, den können wir hier reinpflanzen. Beziehungsweise, warte mal, wir machen den. Okay, der ist jetzt drin. Jetzt mit diesem Ash. Wo ist er denn? Wer bist du? Nein, jetzt Pendy. Mist. Okay, zu futtern haben sie zumindest. Alle zufrieden. Aber mit, das geht jetzt hier irgendwie nicht mehr weg. Okay, super. Naja, okay. So, dann kann ich noch mal ein bisschen Stoff fertigen. So. Zumindest habe ich jetzt auch ein Mützchen. Ist ja auch schon mal was. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde hier. Dann geht es weiter durch die Minen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. So, ich wollte mir mal einen Regenmantel machen oder sowas. Puh.